Guck mal, geh nochmal eben die Kasse ausrauben. Schauen wir hier. Zack. Alle 3 Minuten oder was? Auf jeden Fall ist wieder ein bisschen Geld drin. Erklär du ihm mal, dass wieder Ach, irgendwer. Celestine, da bist du ja. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Nö. Nö, danke. Ich hätte da noch Mission, aber sind für später. Und falls ich auch wieder Geld brauche. Hey, Herr Bruder. Hier, Bruder. Hier. Was ist da? 1. April 9, 1791. Go, go, go. Einen wunderschönen Abend. Thema heute ist die Religion, also beginne ich mit einer einfachen Frage für Madame Also? Merck. Gibt es einen Also. Gott und wenn ja, Du warst wohl fleißig. Ja und nein. Bei der Suche nach dem Mörder deines Vaters? Ja. Dann viel Glück. Allerdings Er tötete viele meiner Mitstreiter. Gefällt, Die übrigen haben nun Angst und schweigen. Ich bin ihm jetzt getan, nicht oder? Näher als vor 2 Jahren. Ich sah ihn. Was? Tut mir leid, tut mir leid. Wann? Nein, nein, nein. Wo finde ich Jetzt ihn? Ist es zu spät. Ich halte das für keine gute Idee. Warum ist Gott so böse auf uns? Er will deinen Tod, Elise. Böse Was? Ist vielleicht Du willst mich beschützen? Ich, ich will dir helfen. Aus. Warum will Gott uns Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Das kann wohl kaum dein Ernst sein. Haben ihn ausgeraubt und sein ich traue den Assassinen nicht. Aber komm schon, Gott, der Klügere gibt nach. Ich denke, der Punkt ist, dass wir uns nicht von Gott abwenden dürfen wegen der Taten einiger seiner weltlichen Diener. Ebenso Vertraust du mir? Nicht, wie wir uns von der Nation abwenden dürfen, wenn uns einige ihrer Repräsentanten. Ich habe mich nicht verändert, Elise. Das Fleisch ist fehlbar. Ich bin noch immer derselbe, der den Koch ablenkte, während du den Nachtisch stahlst. Derselbe, der dir über die Mauer in diesen Obstgarten mit den Hunden half. Nun gut. Bring mich zu deiner Bruderschaft. Ich höre mir das Angebot an. Angebot könnte übertrieben sein. Mit Charme und Geschick. Und ein bisschen Sülze haben wir den Kochtopf zur Überzeugung mal gebaut hier. So, ab zur Bruderschaft. Mit dem ich gleich bestimmt schon wieder. Kennt das ja. Oder die rasten gleich alle komplett aus. Ist das eine Templerin? Was hat er vor? Ehrlich. Sie sind etwas paranoid, wenn es um ihre Sicherheit geht. Zweimal rechts, 73 Schritte, eine Treppe herunter, nach links und dann wieder rechts. Habe ich was vergessen? Was hast du nun wieder angerichtet, Pisspot? Die Templer haben ihren Tod beschlossen. Also bringst du sie her? Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Schweig! Wie? Wen haben wir denn hier? Mein Name ist... Um Himmels Willen! Nehmt ihr diese Binde ab. Wie lächerlich. Mein Name ist Elise de la Serre. Mein Vater war François de la Serre. Großmeister des Templerordens. Ich will um eure Hilfe bitten. Fahrt fort. Mirabeau? Müssen wir diese Debatte wieder aufwärmen? Wir müssen und wir werden, Meister Kemar. Wenn ihr keinen Vorteil darin sehen könnt, dass François de la Sars Tochter an unserer Schuld steht, bange ich um unsere Zukunft. Fahrt fort, Mademoiselle de la Sars. Ah, jetzt kommt's. Ihr seid niemand, mit dem ich normalerweise verhandeln würde, Monsieur. Doch mein Vater ist tot. Und auch meine Verbündeten im Orden. Wenn meine Rache die Hilfe der Assassinen erfordert, dann ist es so. Verhandeln am Arsch! Das ist ein Trick, um uns in Sicherheit zu wiegen. Töten wir sie und schicken ihren Kopf als Warnung zurück. Belek! Genug! Offenkundig sollten wir dies unter uns ausdiskutieren. Entschuldigt uns, Mademoiselle de la Serre. Natürlich. Arnaud, vielleicht begleitest du sie. Ihr beide habt sicher viel zu besprechen. Mal schauen, was das Angebot uns sagt. Und die Leute. Ich vertraue der Sache auch noch nicht ganz.
Aber da wir von ihr ja auf ihrer Seite ja schon mehrere getötet haben, bin ich mir nicht ganz sicher. Schwierige Frage. Helfen würde ich ja, aber genau zu Das wissen, lief etwa so, wie ich es mir keine Ahnung. vorgestellt hatte. Hab Geduld. Mirabeau wird sie schon überreden. Glaubst du wirklich, wir können ihn finden? Nach all dieser Zeit? Na er sicher. Kann nicht immer Glück haben. François Germain glaubte, dass Lafrenière... François Germain? Ja. Wo ist er? Sein Geschäft ist auf der Rue Saint-Antoine. Warum? Bis zum... Elise! Du bist wirklich ein Royalist! Elise! Warum rennt sie so schnell weg? Was hast du denn vor? Die will dahin. Aber warum will sie da jetzt hin? Nur weil sie einen Namen gehört hat? Warte auf mich! Nein, das kann sie nicht ernst meinen. Ich hätte es auch schon links ran können. Wo willst du denn hin? Meinst du, das erklärt sie dir? Wenn sie lieft. Lief, genau, wenn sie lieft. Wenn sie läuft hier, wie eine Bekloppte. Warte doch! Wow, Alter, was hat die denn für einen Sprint drauf? Das ist schlimmer als meiner. Was sollte das denn? Arnaud. François Germain war Adjutant meines Vaters. Was? Er wurde aus dem Orden verstoßen, als ich klein war. Ich glaube, es ging um ketzerische Ansichten oder Jacques de Molay, ich weiß es nicht mehr genau. Doch er sollte tot sein. Er starb vor Jahren. Das hat ihm wohl keiner gesagt. Ich würde ihm liebend gern ein paar Fragen stellen. So wie ich. Herausforderung? Wer finden als erstes? Ich. Leer. Nach oben. Dort war seine Werkstatt. Dann los. Vielleicht war es nicht derselbe Germain. Rot, graues Haar, verschiedenfarbige Augen. Nun, dann war es vielleicht doch derselbe Germain. Ich dachte, ich kriege jetzt einen schnellen Eingang hier. Aber haben wir nicht. Na, gucken wir mal. Chimère. War das nicht der Silberschmied? Ist wohl niemand daheim. Doch. Elise. Sag es nicht. Eine Falle? Eine Falle. Tötet sie! Na, das Blöde ist. Mach mal einfach so. Nun, das war äußerst belebend. Genau wie damals in Marseille. Nur dieses Mal ein bisschen blutiger. Hier gibt es nichts. Er muss gewusst haben, dass er auffliegt. Dann ist er wieder entwischt. Vielleicht nicht. Suchen wir weiter. Verschlossen. Vielleicht könnten wir anklopfen. Nö. Warum anklopfen? Keine gute Wahl. Jetzt weiß ich auch, warum das nicht zur offiziellen Führung gehört. Arnaud. Schau. Das ist er. Er hat meinen Vater getötet. Sagen wir es Mirabeau. So schnell. Schützen. Ich übernehme das. Triff mich bei Mirabeaus Anwesen. Bleib unten. Kannst du sie sehen? In den Fenstern, auf der anderen Seite.
habe ich. Hab ich. Kopfschuss habe ich auch. Oh. Immerhin. Novize, hier ist Bishop. Hörst du mich? Das war verdammt gute Arbeit. Du hast ihn. François Thomas Germain. Großmeister der Templer und ein Weiser dazu. Soweit wir wissen, ist er der zweite Weise, der den höchsten Rang der Templer bekleidet. Ein beunruhigender Trend. Bleib bei Arnaud, bis wir mehr über diesen Germain wissen. Er könnte den Großmeister überlebt haben und uns zu seiner Leiche führen. Bishop out. Okay. Ich würde sagen, einfach mal kurzen. Und ach so, wieder Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Folge. Bis gleich.